Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus dem Me in the Country Life 2 Projekt. Jo, wir haben in der letzten Folge dort das Feld gedüngt und ja, jetzt haben wir leider nichts mehr zu machen. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt fahren wir mal eine Runde durch die Stadt und schauen mal so, was bei den anderen abgeht. Fahren wir einmal zur Gemeinde oder so. Ich habe gehört, der Bürgermeister ist wieder da. So. Die Tür machen wir natürlich auf. Spaß. Machen wir wieder zu. Kommen die Fliegen rein. Ja, wenn der Herr links wieder da ist vom Hof, habe ich wieder seinen Namen vergessen. Der Herr Ludwig, so. Ups. Dann werden wir mal weiter besprechen, was wir noch so zu machen haben. Da ist irgendwie Gold, machen wir zu. So. Dann schauen wir. Fahren wir mal da vorne hin, da sind ein paar Leute. Grüß Gott! So, tschüss! Boah, was hat denn der für ein Gerät? Herr Assinger. Ja. Was haben Sie da für ein Gerät? 1724 mit einem. Eieiei, dieser Sound. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Haben Sie auch so Schlaglöcher? Ah, es geht. Was machen Sie denn da? Schuttcontainer wegbringen? Ja, da vorne will ich so eine neue Ausstellungsfläche machen, dafür brauchen wir die Kiste, oder? Ah, haben Sie einen Beifahrersitz zufällig frei? Ja, ist ein bisschen enger, probieren Sie zu kaufen, ob das länger schon. Na, Sie haben leider keinen Beifahrersitz. Ja, ja, ist ein bisschen eng. Ja, warten Sie mal kurz. Ja. Man fast zusammengeführt. Grüß Gott. Grüß Gott. Haben Sie irgendwas zu machen oder zu tun? Weil ich hätte nämlich nichts zu tun, kann Ihnen behilflich sein oder so irgendwie. Ja, in der Tat. Haben Sie zufällig die Telefonnummer vom Bürgermeister? Da im Dorf? Weil ja. Müsste dann gleich mal anrufen. Oder wissen Sie, wie das ist, wenn man Ländereien kaufen muss? Da müssen Sie bei der Stadt fragen. Das verwaltet die Stadt. Das ist nicht gleich da drüben, oder? Ja. Oh, Alter, der fetzt mich. Oder? Schauen wir kurz auf die Seite fahren. Ist der noch ganz knusper? So. Ich glaub nicht ganz. Boah, total Sound, Junge. Ja. Das ist halt ein richtiges Horn. Ja, nicht so ein Kinderbrunnen. Sonst habe ich eigentlich nichts zu tun. Warten Sie mal kurz, dann schaue ich einmal noch, wo der Herr Bürgermeister gerade ist. Okay. Wäre nett. Wo ist der jetzt hinfahren? Das hat sie's gebracht! Achso, da drüben ist ein Parkplatz. Ich hab gedacht, der ist auf dem Feld aufgefahren. Wow. Nein, leider weiß ich nicht, wo der Herr Kollege ist. Oder der Herr Bürgermeister. Aber ich kann ihn rufen. Haben Sie die Nummer vom Herrn Anton?
Die habe ich zufällig nicht, aber ich habe die Nummer von Herrn Huber und ich glaube, der Anton ist gerade auf Streife mit ihm. Ja, dann rufen Sie einmal den Herrn Polizisten an, der hat bestimmt die Nummer vom Herrn Bürgermeister. Ja, sonst schau ich mal um mich. Oder da kommt, glaube ich, der Herr Faul. Ja. Dann schau ich mal rüber. Jo. Ah, danke. Bitte. Ciao. Was wird denn das? Grüß Gott! Was wird denn das? Was denn? Ja, ist alles gut bei Ihnen? Oh ne, alles gut. Weil der Johnny sah gerade aus, als würde der an der Wand bleiben hinten. Na? Ja, haben Sie auch so Schlaglöcher? Naja, schon. Ja. Ich glaube, wir müssen mal mit dem Herrn Bürgermeister reden, wegen den Straßen reparieren. Ja, können Sie auch einfach zu mir kommen, hä? Ja, aber ich glaube nicht, damit Sie das sollen. Ach so, ja. Schön doch noch. Ciao. So. Ich muss mal schauen, wo die anderen Herren Kollegen sind. So, dann spazieren wir mal da ins Gemeindeding. Desktop, ja. Kommt vielleicht davon, dass ich manchmal Minecraft streame. Weiß Gott. Und was auf ihrem Desktop ist, das werde ich jetzt einfach mal. Grüß Gott. Was? Och, Alter, was ist denn hier für eine Veranstaltung? Ich wollte beim Praktikums... Ah, schade, ich wollte gerade Fetti schreiben, ey. Schade, da muss ich ja doch erstmal fragen. Was müsstest du denn fragen? Ach, Herr Christo, Herr Kleinert. Ja, guck mal, Grüß Gott, Herr Anton. Sie reichen mir das einfach danach. Hä? Sie reichen mir das einfach nach, ihr Puppen. Hey, kurze Frage, wer hat eigentlich gerade Holz verkauft? Ich glaube, das war der Bauhof. Sympathisch. So. Ey, ihr Kleiner, Sie haben Glück. Ich konnte Sie mir mal anhalten in meinem Praktikum. Was bitte? Ciao. In meinem Praktikum konnte ich Sie noch nicht mal anhalten. Ist ja gut so. Ich hoffe, wir sehen uns, wenn auf Nommesonne Wege, also nicht irgendwie anders. Ich hoffe es auch nicht. Also nicht so wie der Bürgermeister. Ach Gott, das ist... Und dann ja, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Sie wissen ja, wo die Tür ist. Herr Müller? Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, das Praktikum, muss ich schon sagen. Herr Müller? Erstmal an der Erweiterung von meinem... Ja. Ja, was denn? Haben Sie zufällig irgendwas zum Arbeiten oder so? Ich muss es am Hof erstmal gucken. Ich will morgen erst einen Schnitt machen. Ah, okay. Ich muss vorbereiten. Ja. Du musst noch eine kleine Info. Wenn ich sowas hier noch einmal bei Ihnen sehe, dann gibt es eine Geldstrafe. Oh. Sorry. Parker. Mann. So unsympathische Leute auf dem Hof. Ei.
immer so unsympathische Leute. Ich gehe jetzt einmal dort zum Herrn Assinger her. So. Ein bisschen die Stadt erkunden. Oder einmal die Leute. Ihr habt eure Grüß Kinder Gott. In meinem Besitz. Wenn Sie okay. verstehen, was ich meine. Jo. Dann machen wir das schnell. Und dann bringe ich die ihm und dann nehme ich die im Center. Mach. Ist jetzt hier Dorffest oder was? Warum? So. Ja, ich weiß, der ist ein bisschen komisch drauf, da, der Herr Anton. Der Anton aus Tirol! Was ist denn da bitte los? Den letzten, ich gehört habe, der das Lied gesungen hat, da war ich irgendwo an der Wand. Ja, sing ja. Ich hab sie ja leider, hatten wir ein ziemlich kurzes Gespräch mit der Polizei, aber jetzt bin ich aus dem Praktikum raus. Das wollte ich ja aus dem Herr Müller, kurze Info, Herr Müller. Können Sie bitte nicht so schreien? Das wollte ich Ihnen gerade aussagen, Sie schreien mir gerade übelst ins Ohr. Ich bin normal leise, aber Herr Assinger. Kaum ja? bist du mit Herrn Assinger reden, ist er schon wieder weg. Ja, komisch. Der ist ja, immer auf Tour. Geld. Herr Assinger, ja. ich hab das ja. da jetzt bestellt. Das müsste ach, da moin sein. Moin Dominik. Ja, das war moin. Herr Assinger. Perfekt. Oder Josef. Wie war denn dein Urlaub? Dann bin ich wieder weg. Ciao. Ciao. Als erstes Mal war es kein Urlaub. Es war ein Dings, ein Reha-Aufenthalt. Oh ja. Und. Josef, wie alt. Wie, Entschuldigung. Manchmal geht es mir durch. Vielleicht ist das unverschämt, aber ich weiß nicht, wir haben ja früher immer Alter ausgetauscht. Wie alt warst du es nochmal? 55. Oh. Wir hatten nämlich zuletzt einen älteren Herrn gesucht, der da oben den Hof, wo der Dominik jetzt ist, raussucht. Und der war 80. Da bist du noch ein bisschen. Da warst du bist noch mitten im Saft. Ja. Wie gehört denn das Schmuckstück hier? Mir willst du kaufen? Warte, ich mach dir ein Angebot. Nee, ich will ihn nicht kaufen. Ich hab genug Traktoren. Auf dem Hof. Auto. Also den Assinger kann ich nicht empfehlen, da habe ich gerade 7000 Euro in Bescheid. Herr Kleinert, was sagen Sie dazu, was gerade passiert ist? Was? Haben Sie das nicht mitbekommen? Nein. Ich glaube, wir haben da jetzt drei Zeugen, die was das mitbekommen haben. Ich habe nicht mein gesehen. Auto ist jetzt voll Schrott. Sorry. Da können wir jetzt, glaube ich, einen Herrn Assinger anrufen. Nö. Hä? Sind ja Radkasten. Ich habe jetzt wirklich nichts mitgekriegt. Es war doch gerade so ein tiefes Schlagloch. Genau. Auf einmal ist mein Auto komplett nach links gegangen. Okay, es tut mir leid, aber ich habe gerade nur so ein tiefes Schlagloch mitgenommen. Ja, da müssen wir dann halt Reparaturkosten. Ja. Ich werde dann die Rechnung zu Ihrem Hof schicken lassen. Ja, machen wir das. So, Herr Wiesenthal. Ha, Sie wollen also der Wiesenthal. Herr Wiesenthal, sind Sie da? Hier ist einer. Ja, gut. Was, haben Sie das Gib kein Geld! Geld wo ich kann's. Haben Sie das über mit die Äcker? Kann ich da vielleicht einen Acker pachten? Was ist denn ein Pachten?
Oder meinen Sie Pachten? Mit Pachten. P. Oh Gott, das wird mit P wie Popo. Das wird nicht. So, Leitlern. Jo, das war's dann auch mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne ein Abo und ein Like da. Schaut gerne zur nächsten Folge wieder auf. Bye, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.